Jo, was geht? Da dieses Video so krass angefragt wurde, werde ich euch heute endlich meine Hautpflegeprodukte zeigen. Ich kann schon mal sagen, dass es gar nicht so viele Produkte sind, zum Glück. Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus. Mittlerweile bin ich aber viel minimalistischer geworden, wenn es darum geht. Und ich bin auch sehr glücklich damit. Ich habe in den letzten Jahren so vieles ausprobiert und allgemein hat sich auch mein ganzes Denken verändert über die Jahre. Hat zum Beispiel damit angefangen, dass ich jetzt mehr so auf Naturkosmetik achte, auf vegane Produkte, auf plastikfreie Produkte, wenn es geht, also so Zero Waste bzw. Low Waste. Allgemein, dass ich auch minimalistischer werde. Apropos Minimalismus, ich hatte damals mega viele Steps gehabt, wie ich meine Routine gestalte. Mittlerweile sind es aber nur noch 3 Hauptsteps. Ja. Erst reinige ich mein Gesicht, dann tonisiere ich und dann kommt die Pflege. Und falls ihr euch fragt, was ich überhaupt für einen Hauttypen habe, an sich würde ich sagen, ich habe eine sehr trockene Haut. Also wirklich, das ist schon manchmal nicht normal. Dennoch habe ich aber auch manchmal eine leicht fettige T-Zone. Also ist es so ein mehr so eine Mischhaut. Wenn ich abends anfange, mein Gesicht zu reinigen, dann mache ich das meistens erstmal mit warmem Wasser. Jetzt fragt euch bestimmt, wieso warmes Wasser? Ganz einfach, warmes Wasser öffnet die Poren und dann können die Produkte, also die Reinigungsprodukte und die Pflegeprodukte besser aufgenommen werden von der Haut. Und ja, deswegen fange ich immer an mit warmem Wasser. Bitte darauf achten, dass ihr kein heißes Wasser benutzt. Ihr wollt euch nicht verbrennen. Und ja, wenn ich das erstmal gemacht habe, dann kommt auch der erste Schritt, und zwar die Reinigung. Ich muss sagen, ich reinige mein Gesicht nicht jeden Tag. Es kommt immer darauf an, was ich an dem Tag gemacht habe oder wie schlimm sich meine Haut derzeit anfühlt. Mittlerweile habe ich so ein Gefühl dafür. Das gleiche gilt auch für die Tonisierung. Die Pflege aber zum Beispiel muss jeden Tag sein, weil ich, wie gesagt, eine sehr trockene Haut habe. Und zur Reinigung benutze ich folgendes Produkt. Und zwar ist es von der DM Naturkosmetik Eigenmarke Alverde Naturschön die Reinigungsmilch. Beziehungsweise jetzt haben die draußen Reinigungsgel gemacht. Ich bin gespannt, ob meine Haut das auch gut verträgt. Aber auf jeden Fall finde ich die Reinigungsmilch richtig gut. Ich finde es auch richtig gut, dass es in Braunglas kommt. Leider ist der obere Teil hier Plastik, weswegen es nicht komplett Zero Waste ist, aber es ist besser als nichts. Aber eine Zero Waste Alternative kann ich euch zum Ende nochmal zeigen. Genau, die benutze ich dann ganz einfach. Ich mache mein Gesicht halt, wie gesagt, nass mit warmem Wasser, nehme dann das hier in die Hand und reibe es in mein Gesicht. So, und kommen wir nun zum nächsten Schritt, und zwar das Tonisieren. Viele fragen sich, warum muss man seine Haut tonisieren? Ich mache das aus dem Grund, weil die Haut hat ja einen pH-Wert von 5,5 und wenn ihr euer Gesicht reinigt, dann geht es leicht in den basischen Wert. Ja, mit dem Tonisieren kann man sozusagen diesen basischen Wert wieder zurück in das Gleichgewicht zurückbringen. Wisst ihr, was ich meine? Also kurz gefasst, es gleicht einfach den pH-Wert von der Haut wieder aus. Und das ist vor allem empfehlenswert für Leute, die eine sehr sensible Haut haben. Ich muss sagen, ich habe schon eine sensible Haut. Wenn ihr aber eine ziemlich unkomplizierte Haut habt, dann wird die Haut das von sich aus alleine regeln können. Also die Haut ist in der Lage, diesen pH-Wert alleine zu neutralisieren nach einer Weile. Meine Haut ist aber so ein bisschen komplizierter und auch ein bisschen sensibler. Und deswegen benutze ich dieses Rosenwasser hier zur Tonisierung. Außerdem hat Rosenwasser ganz tolle Eigenschaften. Nicht nur, dass es tonisiert, es pflegt die Haut auch ein bisschen, es beruhigt sie. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ein Fan vom Duft. Und allgemein liebe ich Rosen. So, nachdem ich mein Gesicht tonisiert habe, kommt jetzt noch ein optionaler Schritt. Den muss man nicht machen, aber den mache ich persönlich sehr gerne. Und zwar ist es dieses Vitamin C Serum, auch von Jungglück. Ich bin ein totaler Fan von Vitamin C Serien und ich benutze es sehr gerne einfach, um meiner Haut einen frischen Ton zu geben. Also das soll halt die Haut so ein bisschen ausgleichen. Es soll aber auch gegen Pickel helfen und beziehungsweise gegen Pickelmale. So, und kommen wir nun zum letzten Step. Und zwar auch von Jungglück eine Nachtcreme mit Arganöl und Hyaluron. Das ist mitunter einer der besten Nachtcremes, die ich je hatte. Meine Haut ist davon nicht irritiert. Ich bekomme davon keine Pickel. Sonst ist es so, dass ich von vielen Nachtcremes Pickel bekomme, vor allem auf der Nase. Und damit habe ich halt gar kein Problem. Ich finde es richtig gut. Arganöl ist sowieso so ein super Ding. Und Hyaluron ist besonders empfehlenswert, wenn ihr trockene Haut habt, weil das sehr feuchtigkeitsspendend ist. Und Feuchtigkeit ist das, was meine Haut wirklich braucht. Ich habe die letzten Jahre zum Beispiel auch versucht, mit reinen Gesichtsölen klarzukommen, also zum Beispiel Jojobaöl oder Mandelöl, aber irgendwie hat es für mein Gesicht nicht funktioniert. Keine Ahnung wieso. Und ja, damit hätten wir eigentlich meine Pflegesteps durch. Ja. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe euch jetzt 3 Produkte von Jungglück gezeigt und ich habe diese Marke erst vor kurzem entdeckt, also was heißt vor kurzem? Ich glaube vor einem halben Jahr oder Dreivierteljahr. Ich glaube ein Dreivierteljahr. Ich war auf Amazon unterwegs und wollte mir ein Vitamin C Serum holen und da habe ich halt das von Jungglück entdeckt und habe es mir bestellt und dann habe ich die Marke an sich so ein bisschen gestalkt, kann man das so sagen? Und ich bin wirklich ein großer Fan von Jungglück. Also hätten die noch ein Reinigungsprodukt, würde ich mir es direkt holen, denn das ist das Einzige, was Jungglück noch nicht hat, ein Reinigungsprodukt. Aber ansonsten finde ich es mega gut, dass Jungglück ihre Produkte in Braunglas hat. Also das hier.
Die Verpackung von Jungglück kann ich euch auch mal zeigen. Hier kam zum Beispiel das Rosenwasser an. Ist halt eine Pappverpackung, was schon mal sehr gut ist. Also kein Plastik. Und damit das Produkt auch sicher ankommt, wird es hier in so einer Pappummantlung geschickt. Also müsst ihr es euch so vorstellen. Also so sieht es dann aus. Also wird komplett plastikfrei geschickt. Also abgesehen halt vom Deckel, der ist halt aus Plastik. Aber dennoch kann man sagen, es ist fast Zero Waste bzw. Low Waste. Und ich bin ein Fan von der Marke. Ich werde euch übrigens die Seite von Jungglück in der Beschreibung verlinken, beziehungsweise die Amazon-Links kann ich euch auch gerne verlinken in der Beschreibung. Und dann könnt ihr es gerne auschecken. Und ja, das war's dann auch eigentlich. Manchmal mache ich das auch so, dass ich mir Masken anmische. Da nehme ich sehr gerne Heilerde. Ich habe jetzt die gerade von Dr. Hauschka hier, die kann ich euch mal zeigen. Die kommt in so einen Tiegel und ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von der. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Dr. Hauschka, aber das Produkt hat mich nicht ganz so überzeugt. Immer wenn ich das anmische, also hier steht ja, man soll es mit Wasser anmischen, dann wird es dennoch ziemlich flüssig. Und wenn ich das auf mein Gesicht auftrage, dann zerfließt mir alles runter und das ist nicht so cool für eine Maske. Ich weiß auch nicht. Mittlerweile mache ich das so, dass ich dann noch Reste von einer alten Creme dazu mische, damit es halt ein bisschen fester wird. Wäre so mein Geheimtipp, wenn ihr auch solche Probleme habt. Aber ansonsten werde ich mir die nicht mehr nochmal kaufen. Ich werde mir dann wahrscheinlich die Heilerde von Luvos kaufen. Soweit ich weiß, ist sie auch nur in Pappe verpackt. Aber da könnt ihr mir auch gerne helfen. Genau, so eine Heilerde-Maske mache ich sehr gerne, wenn ich merke, dass meine Haut ein bisschen schlechter wird. Ansonsten gegen Pickel habe ich Folgendes. Da benutze ich zum Beispiel sehr gerne Teebaumöl und da nehme ich jetzt hier das von DM. Sind 30 Milliliter, ist ziemlich viel. Ich glaube nicht, dass ich jemals so viel brauchen werde im Leben. Und ja, da mache ich das halt immer so, dass ich das auf meinen Finger drauf mache und ich dann meinen Pickel, wenn ich einen habe, damit betupfe. Beziehungsweise ich verdünne das meistens nochmal. Teebaumöl pur auf die Haut zu machen, kann schon ein bisschen reizend sein. Ich verdünne das meistens. Und ja, danach habe ich den Pickel eigentlich ziemlich schnell so im Griff. Und genau, ich wollte euch noch die Alternative zu der Reinigungsmilch zeigen. Und da kann ich zum Beispiel die Sauberkunstseife empfehlen. Das ist jetzt eigentlich eine Körperseife, aber ich habe die auch schon fürs Gesicht benutzt, wenn ich zum Beispiel verreist war. Und ja, für mich funktioniert es. Sauberkunst hat natürlich noch andere Seifen, speziell fürs Gesicht. Und ich muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Sauberkunst. Ich habe die Marke erst, ich kenne die Marke schon ziemlich lange, aber die Seife habe ich mir erst vor kurzem zugelegt. Und ich bin mit der sehr zufrieden. Also ich benutze es für meinen Körper, manchmal wie gesagt auch für mein Gesicht. Und ich bin schon sehr gespannt, andere Produkte von denen zu benutzen, zu testen. Ja. So, ich denke, das war es dann jetzt auch wirklich mit dem Video. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr euer Gesicht reinigt, was ihr für eure Gesichtspflege benutzt. Das war jetzt sozusagen eher so meine Nachtroutine. Meine Tagesroutine habe ich ja schon mal hochgeladen, obwohl sich auch einiges verändert hat. Falls ihr noch andere Produkte kennt, die so in die Richtung Zero Waste Hautpflege gehen, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht hilft es euch, vielleicht inspiriert es euch. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten könnt ihr mich gerne auch kostenlos abonnieren. Und vergesst nicht, die Glocke anzuschalten. Ich muss jetzt hier gleich alles aufräumen, weil ich bekomme hier gleich Besuch. Und wir machen gleich was sehr Interessantes mit meinem Gesicht. Seid gespannt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Hello.